Willst du wissen, was ich als Heizungsinstallateur mache? Dann komm mit mir mit und ich zeig's dir. Wir müssen viel Heizungen demontieren und dann halt wieder montieren mit anderen Komponenten und halt einfach schauen, dass die Heizungen laufen, dass sie korrekt zusammen sind, dass alle Komponenten verbaut sind. Also wenn ich vor Ort bin, bin ich nie allein und ja, ich habe immer jemanden dabei, der mir helfen kann, den ich auch fragen kann, wenn es Sachen gibt oder jemanden, der mir das erklären kann. Dort habe ich zuerst die Ventilkappe abgenommen und nachher mit dem Druckmessgerät bin ich dran gegangen und dann habe ich das Knöpfchen gedrückt, das den Druck misst. Schaut, wie viel Bar es drin hat. Wir sind nicht nur viel bei Kunden, sondern auch in den Bude am Zeugs vorbereiten. Dort gehen wir jetzt. Ich kann selber Zeugs vorbereiten nach Plan. Also wir haben immer so ein Schema, wo gesagt wird, das musst du haben. Ich darf auch sehr viel allein machen, zum Beispiel Rohr ausmessen, was wir irgendwie bei den Heizungen verlegen. Ich finde, es macht sehr Spass. Es ist auch ein gefragter Beruf. Es wird in der Zukunft auch vieles werden mit diesem Beruf. Und ich würde es sehr weiterempfehlen. Wenn dich solche Sachen auch interessieren, bewirb dich doch bei Fischer Wärmetechnik.